Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid, Linzing, Hauptwache. Und ja, haben wir gleich eine Türöffnung. Mhm. Notarzt, okay, wunderbar. Okay, legen wir gleich mal los. Eine Funkstreife. Wo ist denn das hier? Dann Chemiepack. Was ist denn das da unten für eine Wache? Das ist die Elfer. Dann machen wir ein HLF. Polizei haben wir schon. HLF, dann machen wir ein NEF. Und nein, machen wir da NEF und ein RTW. Und schickt man doch das gleich mal hier raus oder los. So. Ist in Arbeit. Oh, ich mag das total mit dem Gong und alles und Sirenen. Ich sag's mal ganz ehrlich, Leute, jetzt bitte mal ganz ehrlich. Wer findet sowas auch geil? Also ich muss es echt sagen, ich gebe es wirklich zu. Mir geht fast einer ab dabei. Wirklich, ich finde das echt mega. Wenn das Sirene losgeht und alles, ich finde das einfach wow. Muss ich echt sagen. Ja. Man hat früher immer gesagt, Notfall geil. Nein, schon, aber ist wirklich so. Also bei Johanniter, ich war damals bei Johanniter, da sind wir geheißen, so ist es dann Notfall geil. Nee, aber ich finde es cool, wenn das Sirenen losgeht, der Gong, die Einheiten rücken aus. Klar, natürlich ist es, ja, der Grund immer schlecht, ja, weil es ist ein Notfall. Aber in so einem Spiel, ich sag's doch mal so, da darf das schon sein, oder? Was meint ihr dazu? Okay, also, wie, ja, ist in Arbeit. Ja, wie findet ihr das, ja? Findet ihr das, sagt ihr, so, das ist in Ordnung, okay. Oder sagt ihr, hey Peter, sorry, aber verstanden. No go. Das ist ein No go, ja? Bin bereit. Sofort. Ich weiß nicht. Ja, seid gnädig mit mir. So, okay, gut, dann schauen wir mal noch, wo ist denn die Feuerwehr hier? Trari, trara, die Feuerwehr ist da. Ja. Oh. Schöne Feuerwehrwache überhaupt. So. So, dann sind die gleich da, gucken wir mal. Dann machen die jetzt mal gleich mal die Türöffnung. Und aber passt auf, Leute, ich mache folgendes wieder. Ich liebe es, schöne Screenshots zu schießen. Ich mag das total gern. Ja. So. Ja. Dann lassen wir sie mal aussteigen. Machen wir mal eine Türöffnung. Den Polizisten stellen wir mal dahin. Der soll dann mal den Verkehr. Ja. Kein Problem. Wird erledigt. Ja. Der soll den Verkehr. Ich möchte einmal wissen. Passt mal auf. Wie bekommt man das hin? Dass er das dann wirklich... Wird gemacht. Ah, jetzt macht es. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Doch, oder? Ah ja, okay. Gut. Wir brauchen eine Türöffnung. Okay. Das heißt, wir nehmen einen Mann und der soll mal dem die Tür öffnen. Das macht er immer mit der Axt. Bin dabei. Oh, das Mal ist es vorne und nicht hinten, oder? Ja, nice, super. Dann Notarzt. Ja. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Halt, Notarzt, ja. Nicht Sanitäter. Okay. Was geht's? Machen wir uns gleich mal da drum. Kein Problem. Schauen wir mal. Oh, der hat Bauchkrämpfe. Ja, schauen wir mal, was denn da los ist. Du mit der Axt kannst das gleich aufräumen wieder, weil nicht, dass der Patient Angst bekommt, sieht der mit der Axt und sagt sie, der hat eine Axt, was will der jetzt damit? Ja, wir wollen mir immer keine Angst machen. Wir sind ja da zum Retten. Platzwunden am Kopf, okay. Bin bereit. Ja, sofort. Das ist ja wohl komisch. Warum hat der Platzwunden? Was hat er denn anstellt? Ah. Interessante Frage, gell? Interessante Frage. Warum hat der Platz? Na gut, vielleicht ist er gestolpert. Weiß man nicht. Die Feuerwehr wird nicht mehr benötigt. Die Feuerwehr darf abrücken. Jawohl.
Sehr schön. Der Verkehr. Erwarte Befehle. Ja. Okay. Kann dort vorbeilaufen. Wunderbar. Dann ab ins Krankenhaus, ja, würde ich sagen. Jawohl. Da geht er mal weg auf der Polizist, geht mal da weg da. So. Erwarte Befehle. Ja? Ja? Zu Befehl. Bin bereit. Zu Befehl. Nur das wird nicht mehr benötigt. Polizei wird eigentlich auch nicht mehr benötigt, aber die lassen wir noch kurz da. Oh, der nimmt ihn in der Seite, der schiebt ihn rein. Das ist der neue RTW. Okay, gut, wunderbar. Dann kann, also oder können die Einheiten abrücken. Ja, dann würde ich sagen, Leute, kurze Folge heute. Dann war es das wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Channel. Dann seid ihr immer up to date. Und dann habt es übrigens dann mit mir zu tun, gell? Ja, und dann lasst uns gemeinsam viel Spaß haben. Und PS, wenn ihr möchtet, kommt doch gerne auf meinen Discord. Unten ist ja der Discord-Link. Kommt einfach rein. Okay. Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und ich bin draußen. Servus, Freunde. Tschüss.